Just play and be happy. Für mich geht's im Leben nie ums Spiel, sondern ums Spielen. Es geht immer nicht ums Game, sondern ums Playing und dass wir dabei Freude haben, weil das ist, glaube ich, das Einzige, was am Ende des Lebens unter einer Rechnung steht. Wie glücklich und wie erfüllt warst du in deinem Leben? Und deswegen würde ich genau das meinem Kind mitgeben und hoffe, dass Little Tyson das auch beherzigt. Dankeschön, ey, vielen Dank, Dankeschön. Danke, Dankeschön. Danke, Alter, krass, Mann, danke, vielen Dank. Hey, vielen, vielen Dank für den lieben Empfang und tatsächlich muss ich sagen, dass ich die letzten Tage echt Magenkrämpfe hatte vor diesem Auftritt hier. Die letzten Tage, als ich visualisiert habe, wie wird das sein, so vor 5000 Menschen sprechen zu müssen, tatsächlich müssen, weil ich mache das überhaupt nicht gerne, ich bin eher gerne hinter der Bühne, habe ich echt jeden Tag, die letzten 3 Tage echt Magenkrämpfe gehabt. Ja, aber jetzt stehe ich hier und es ist gar nicht so schlimm, wie ich gedacht habe. Es ist noch viel schlimmer. Und nein, auf gut Deutsch, mir geht's echt beschissen gerade, aber ihr könnt mir ein bisschen aushelfen jetzt. Vielleicht auch Sophia, die macht es nicht besser, die macht mir ein bisschen Angst, wenn ich ehrlich bin. Genau, und nach Sophia jetzt aufzutreten, ist für mich vielleicht jetzt nach so einem Special Act aufzutreten, für mich als Nicht-Speaker, ist wahrscheinlich genauso schwer wie, keine Ahnung, nach dem Papst predigen zu müssen oder so. Aber ich werde mein Bestes geben. Ich habe gedacht, ich bringe euch heute 5 Learnings aus 3 Jahren Entrepreneur University mit. Also Entrepreneur University gibt es 3 Jahre und ich möchte gerne mit euch 5 Learnings teilen, die ich in den letzten 3 Jahren mitgenommen habe. Und bevor wir das machen, würde ich euch aber gerne erzählen, warum gibt es denn überhaupt die Entrepreneur University? Und die gibt es nicht nur wegen mir, auch wenn ich immer den ganzen Lob bekomme, würde ich euch jetzt gerne um etwas bitten, und zwar, dass ihr mindestens doppelt so lauten Applaus macht. Einmal, ganz kurz, einmal für das ganze Team und besonders, das ist mir jetzt nochmal wichtig, für 2 Menschen, die vom ersten Tag an bei der Entrepreneur University dabei waren und meiner Vision gefolgt sind. Und das ist mein Zwillingsbruder Danny, der viel, viel bescheidener noch ist als ich, der sich noch mehr zurückhalten möchte. Und meine Freundin Mareike. Bitte einen fetten Applaus fürs Team und die beiden. Vielen Dank, danke euch. Also zurück zum Thema, warum gibt es die Entrepreneur University? Ich erinnere mich, ich bin zur Uni gegangen, habe versucht, ein Uhren-Startup aufzubauen. Oh Gott, der eine hat hier Huren-Startup verstanden. Nein, nein, nicht sowas. Uhren-Startup. Den Rest mal so einen Scheiß machen wir nicht. Alles gut. Nicht, dass es hier in eine falsche Richtung gleich geht. Er hat ganz komisch geguckt. Uhren-Startup. Nein, ich wollte ein Uhren-Startup aufmachen. Und zwar, es ging darum, dass es mit Export, Import zu tun hatte. Und ich bin parallel in die Uni gegangen und habe mir so überlegt, irgendwie ist das für mich, zumindest in meiner Wahrnehmung, Zeitverschwendung. Das war so irgendwie am Leben vorbeigelernt. Und hatte in dem Moment die Vision, wie geil wäre es, eine Uni selbst besuchen zu können, die wirklich nah an der Realität ist, die wirklich Content hat, der maßgeschneidert ist und für jeden individuell konzeptioniert ist, der eine Uni, die es schafft, Wissen mit Spaß zu verbinden, also dieses Edutainment-Thema, und nur mit Gleichgesinnten in einen Raum zu sein, die sich gegenseitig hochpushen und gegenseitig nach vorne bringen. Und das alles inhaltlich so von den Besten der Besten, von denen, die es erfolgreich vorgemacht hat. Das war damals eine Vision, die ich hatte, von einer Uni, die ich selbst gerne besucht hätte. Eine Uni, die die Mission verfolgt, so Menschen durch Unternehmertum
zu einem selbstbestimmteren Leben zu verhelfen. Und irgendwie hatte ich das im freien Markt nicht so gefunden. Da habe ich gedacht, okay, lass uns selbst unsere eigene Uni gründen. Deswegen heißt die ganze Nummer auch Entrepreneur University. Und ja, ich bin echt froh, heute sagen zu können, dass wir mit dieser Nummer hier und nicht nur mit dem Founders Summit, aber dazu erzähle ich später mehr, einen großen Schritt näher dieser Vision gekommen sind. Genau, jetzt aber das, was ich versprochen habe, und zwar meine Top 5 Learnings aus 3 Jahren Entrepreneur University. Angefangen mit dem Thema Mut. Relativ schnell erfahren müssen, dass Mut somit die wichtigste Eigenschaft ist von Menschen, die unternehmerisch tätig sein wollen. Allein die Tatsache, überhaupt loszulegen, bedarf echt verdammt viel Mut. Und ich kann mich erinnern, 2016, erstes Event, vielleicht mal kurz Hände hoch, wer war dabei? Doch schon einige, aber nicht alle 350, glaube ich. Nee. Genau. Erstes Event 2016, ich kann mich erinnern, ich habe vorher nicht mal eine Geburtstagsparty organisiert gekriegt und dann irgendwie 350 Leute in ein Hörsaalzentrum zu packen, war eine Riesenherausforderung, hat uns damals echt auch ein bisschen Angst gemacht. Und einen Fixkostenapparat zu unterschreiben, was so ein Event mit sich bringt, in der Größenordnung von 20.000 Euro in etwas damals. Und ich komme jetzt aus keiner irgendwie reichen, wohlhabenden Familie, also mir ging es immer gut, aber da sind 20.000 Euro auch verdammt viel Geld gewesen. Und ja, wir haben es trotzdem gemacht, wir haben trotzdem die Entscheidung getroffen, es durchzuziehen. Das nächste Jahr dann war die Entscheidung, einfach zu versuchen, von 350 auf 1.000 Leute zu kommen. Das war 2017. Wer war da dabei? Okay, da waren schon ein paar mehr dabei, sehr cool. Und dann 2018 nochmal ein komplett neues Konzept in diese Szene zu bringen, was es so nicht gibt. Es kamen dann mehrere Multilevel-Speaking-Events, aber es ging dann darum, wirklich ein Konzept zu machen, wo wir einen Messepart haben, so wie ihr es heute auffordert, einen Messepart zu haben, Themenbühnen zu haben und so weiter. Und so ein Konzept in der Größenordnung umzusetzen, war dann auf einmal vom Beginn 20.000 Euro auf 250.000 Euro so ein Event umzusetzen. Das hat mir echt Angst gemacht, aber wir haben es auch das durchgezogen. Jetzt 2019 brauche ich nicht viel zu erzählen, offiziell tatsächlich Deutschlands größte neutrale Gründerkonferenz. Das dürfen wir mit Stolz heute sagen. Und all diese Dinge, jedes Mal, all diese Dinge haben echt Mut gebraucht. Und ein Satz, der mir dabei geholfen hat, das durchzuziehen, jedes Mal, war ein Satz vom Trainer. Ich habe früher Fußball gespielt, für die, die es interessierten, die so ein bisschen im Fußballgame waren. Ich war 10 Jahre bei Eintracht Frankfurt in der Jugend, habe gekickt und dann nochmal, weiß auch nicht, was da mit mir los war, 2,5 Jahre bei Kickers Offenbach, aber das darf man, glaube ich, in Wiesbaden sagen, das ist in Ordnung. Und da gab es einen Trainer bei mir bei der Eintracht in der Jugend, der zu mir einen Satz gesagt hat, den ich seitdem immer verwende, wenn es darum geht, mutige Entscheidungen zu treffen. Und der Satz heißt, die Lust aufs Gewinnen muss größer sein als die Angst vom Verlieren. Die Lust aufs Gewinnen muss größer sein als die Angst vorm Verlieren. Bedeutet, dass immer, wenn du Angst bekommst, dir diesen Satz sagst, weil ich kenne es von meiner Fußballzeit, die Spiele, die am besten waren, waren immer die, wo ich gesagt habe, ich habe Bock, den Gegner zu besiegen. Und die großen Gegner, die wir auch teilweise vor der Brust hatten, wenn ich da Angst hatte, sind das immer die Spiele gewesen, die in die Hose gegangen sind. Also seitdem, dieser Satz hilft mir persönlich sehr, sehr, sehr. Das nächste Thema ist Hartnäckigkeit. Es gibt, oder fangen wir erstmal hiermit an. Wer kennt den? Okay, das sind ein paar mehr als die, die bei unserer letzten Veranstaltung waren. Ich glaube, macht mal kurz Licht an. War das jede einzelne Hand gerade? Ich glaube, es ist echt so. Jeder Einzelne in diesem Raum kennt ihn. Mike Tyson, Boxlegende, Sportikone, verrückter Typ, wobei privat ist er gar nicht so verrückt. Und jemand, den wir letztes Jahr als Headline-Speaker beim Founders Summit 2018 hatten. Und heute noch, ja fast ein Jahr später, bekommen wir fast ja wöchentlich Anfragen, ey Robin, das ganze Team, wie habt ihr es geschafft, fucking Mike Tyson nach Deutschland zu kriegen? Und die Antwort ist eigentlich 3 Buchstaben, 3H. Hartnäckige Höflichkeit hilft. Ich kann mich erinnern, wir haben so das Speaker-Line-Up zusammengestellt für Summit
Und mir hat irgendwie ein Sportler gefehlt, der das ganze Thema aus dem Aspekt der Disziplin und so weiter angeht. Und habe ich mir gedacht, ich rufe meinen alten Spielerberater mal an und sage, ey Paul, wie geht's? Ich brauche unbedingt einen coolen Fußballer, den du mir auf die Bühne schickst. Kannst du mir da einen rumschicken? Er hat gesagt, klar Robin, probiere ich. Wann ist denn das Event? Und da habe ich das Datum genannt. Ich habe gesagt, ey Robin, man merkt, du bist schon ein bisschen länger aus dem Fußballgame raus. Meine Jungs am Wochenende müssen Fußball spielen und müssen Geld verdienen. Das funktioniert nicht. Aber ich gebe dir hier einen Kontakt, der kann dir helfen, mit Sportlegenden in Kontakt zu kommen. Und das war Radim. Radim habe ich mich vorgestellt und habe gemerkt, dass er unter anderem Mike Tyson managt. Von dem Moment an hatten wir uns im Team die Vision gesetzt, Mike Tyson nach Deutschland zu bringen und haben wochenlang wirklich akribisch daran gearbeitet, Mikey nach Deutschland zu bekommen. Wir haben Pitch-Decks gebaut, wir haben eigene emotional Videos gedreht, ihm zugesendet. Und irgendwann kam der Punkt, wo Mikey gesagt hat, ey, ich merke, dass sie für die Sache wirklich brennt. Ich bin dabei. Und das war noch nicht alles. Dankeschön. Ich bin dabei. Das Problem war, 3 Wochen später, ich hätte fast ein Schimpfwort gesagt, 3 Wochen später sagt er einfach ab mit der Begründung, dass er ein Weed-Business, also ein Marihuana-Business in Kalifornien eröffnet hat, völlig legal, by the way, keine Sorgen, und schlechte Presse in Deutschland und Amerika dafür bekommen hat, gesagt, ey Robin, ich würde gerne kommen, ich weiß, ich finde es cool, was ihr macht, aber ich habe Angst, schlechte Presse zu bekommen bei eurem Wirtschaftsevent, was wir nun mal sind. Und da habe ich gesagt, nein, Mikey, das wird alles gut gehen, wir machen keine Fragen dazu. Long story short, wir haben es wochenlang probiert, ihn wieder zu überzeugen, hatten ihn Gott sei Dank noch nicht veröffentlicht gehabt. Und der letzte Trumpf, und das soll diese Hartnäckigkeit irgendwie widerspiegeln, war, true story, wirklich true story, war, dass ich gesagt habe, Mikey, wenn du doch noch kommst, nenne ich meinen erstgeborenen Sohn nach dir. Und das war, ohne Scheiß, das war der Punkt, wo er gesagt hat, okay, ey Robin, ich bin dabei. Ich bin dabei. Ich erkenne den Kämpfer in dir, der ich im Ring gewesen bin, und wir hatten tatsächlich eine Zusage und ich bin ausgerastet am Telefon. Ich habe natürlich so getan, als wäre es voll cool so, aber tatsächlich bin ich ausgerastet bis zu dem Moment, wo ich gemerkt habe, alter Scheiße, das musst du irgendwie noch deiner Freundin beibringen. Und ja, wir haben eine Einigung gefunden, Vorname machen wir irgendwas anderes, wobei den habe ich auch schon jemanden angeboten, werdet ihr gleich sehen. Zweitner, ey, ich merke gerade, ich habe nicht mal Kinder und bin jetzt schon ein Rabenvater. Das sind die besten. Auf jeden Fall Vorname, wir haben uns geeinigt, Vorname, machen wir irgendwas Cooles. Zweitname Tyson und Nachname dann mein Familienname und ja, ein Mann, ein Wort, so machen wir das und irgendwann kommt dann Little Tyson. So, wer kennt den Homie hier? Kurz Hände hoch. Ganz ehrlich, eigentlich müsstet ihr jetzt buhen. Warum? Wir haben, ich glaube, ein Jahr lang daran gearbeitet, ihn hier und heute herzuholen. Und wir haben es leider nicht geschafft. Aber auch das passiert. Nicht immer zahlt sich Hartnäckigkeit aus. Aber es ist nie umsonst. Wir haben gemerkt, alles, was wir getan haben, wir sind mit Gary persönlich in Kontakt. Wir haben ganz gute Chancen, dass er 2020 dabei ist. Und ja, haben alles Mögliche getan, um ihn zu bekommen. Und egal, ob das jetzt gut oder schlecht für dieses Jahr ausgegangen ist für uns, möchte ich einfach mal zeigen, was das Team für einen Effort reingesteckt hat, um Gary Vaynerchuk nach Deutschland zu holen. Es hat leider nicht geklappt. Wir haben es letztes Jahr euch gesagt, wir probieren alles. Und der Beweis dafür, den will ich euch heute liefern. Und würde einfach mal sagen, Film ab. Aber bevor wir das machen, kurz, damit ihr es versteht, rechts oben in dem Bildschirm, wo das Video gleich loslegt, da ist Gary, den man sieht, während wir ein Instagram Live mit ihm gemacht haben, auf die Reaktion von dem Video, was wir ihm geschickt haben, wo wir zusammengefasst haben, was für Aktionen wir gestartet haben, um ihn nach Deutschland zu holen. Versteht das gleich. Film ab. Effort to get you to speak at the event. And the only thing we want you to look at is what we did. So we put together a little recap of what we did to get you to our event. And we just want to show you that. And then, love it. I'm ready. Okay. Get right into it. This is going to be amazing. All right. This is how you get Gary Vee to speak at your event. Gary charges $250,000 plus first class travel
for one keynote speech. Thank you. Make money. But we are pro, so we have to find another way. Step one, get 2,000 people really hyped about the idea. So Gary, I'm ready, because... Step two, fly to London to see him at a press conference. Stalk his Insta stories to figure out when and where he will arrive at the airport. Hey, ganz kurz, ich muss kurz unterbrechen. Das war ein Idol, also ist es immer noch, wenn ich ehrlich bin. Ich nehme sie nicht so übel. Aber wisst ihr, wie ich mich gefühlt habe? Das war wie so eine Gottheit, die ich da die Hand gegeben habe. Ich kann das, glaube ich, ganz gut so zusammenfassen. Weiter, sorry. Give him some presents. And then pitch him. We're from Germany. We came all the way here today. We had an event this year with 2,500 people, 2 days, 5,000 people. Mike Tyson as headline speaker. That's awesome. When is it? 27th and 28th of April. I will absolutely try. I'm interested in coming to that big of an event. You catch me at a good time, because now Zach left CA, we're starting Vayner Speakers. We want to build it up. So I'm going to speak more next year. What I'm going to want to do is say, I'll take less money. You know, if I'm 250 and you offer 150, I'll say, give me 100, give 50 to these two people, because they now work with Vayner Speakers. So I'm going to be motivated next year to speak. Fabio. We'll be in touch. I promise you would never forget our event. I believe you. I can feel the energy. Step 3. Order 35 pairs of Gary's Clouds and Dirt sneakers to get a 5-minute Instagram live with him. Contact Barney, the CEO of K-Swiss, to discuss ideas on how to get Gary to your event. Oh, and by the way, I also offered to name my son Gary. I even promised to tattoo Gary's signature on my arm. Step 4. Fly to New York City to drop off some of your hottest merch at the offices of VaynerMedia. Hey D-Rock, thanks for the Instagram story. Step 5. Get Jeff Nicholson, the CMO of VaynerMedia, on your podcast and ask him for advice. How could we pitch Gary as a speaker for our event, and how can you help us to do so? I will publicly tag him with you on a post in the near future to see if I can get his attention, so at least I get you some awareness. To seal the deal, get a loan from the bank and offer him 100k for one keynote speech or 10k for a video conference. That will surely get him. Taking back is either 100 live on a Sunday. My God! I can't believe it. For a video conference, so 11:30 in the morning on a Sunday. Pass. Okay, das war's zum Video. Vielleicht mal an der Stelle auch für Luis und das ganze Team Vibrant Media, die machen den ganzen Video-Content hier. Also Luis, Lukas, Swaggy, die Jungs in den schwarzen Shirts. Alright, okay, hat nicht funktioniert, aber er bestätigt uns, wir haben gehustelt, wie man so schön sagt mittlerweile. Und Thema Hustling sind wir beim nächsten Learning. Key Learning Nummer 3 für mich, du musst meiner Meinung nach, sonst geht es gar nicht anders, eine Liebe zum Prozess entwickeln. Du musst die haben, sonst geht es gar nicht anders, sonst hältst du das nicht aus, was wir hier machen. Und es klingt so abgetroschen und kitschig, jeder von euch hat das schon gehört, aber vielleicht haben es viele von euch vergessen, der Weg ist das Ziel. Und ein cooler Speaker-Kollege, den ich sehr wertschätze, hat mal eine Story erzählt aus dem Urlaub von ihm, die ich jetzt gerne rezitieren möchte. Und zwar war das Dieter Lange, der gesagt hat, dass er am Strand lag und stundenlang im Urlaub ein Kind beobachtet hat, wie es eine Sandburg baut. Wirklich mit Liebe zum Detail. Und nachdem es fertig war, wirklich mehrere Stunden unter prallender Sonne, so zurückgetreten, hat auf die Sandburg geguckt und ist so mit Geschrei und Freude und hat die ganze Sandburg wieder kaputt gemacht. Der Vater sieht das völlig entsetzt, rennt zum Kind und sagt, Kind, was machst du da? Du hast doch stundenlang an dieser Burg gearbeitet.
Was der Vater nicht versteht, ist, dass das Kind primär am Erlebnis und nicht am Ergebnis interessiert ist. Und ich weiß nicht, was das Kind hätte sonst machen sollen. Dankeschön. Ich weiß nicht, was das Kind sonst hätte machen sollen. Die Burg verwalten oder so, keine Ahnung. Wer von euch fährt Ski? Ein paar Skifahrer unter euch? Ihr fahrt da auch nicht Ski, um wieder am Lift zu stehen. Ne? Ihr fahrt Ski, um Ski zu fahren. Deswegen, es geht immer um den Prozess selbst und das vergessen wir manchmal, meiner Meinung nach, viel zu oft, wenn wir KPI-getrieben sind, wenn wir unsere Umsatzzahlen erreichen wollen. Das ist wichtig, das gibt dir einen Nordstern, damit du auch in eine Richtung losmarschieren kannst. Wir haben nichts gegen Ziele, aber das eigentliche Ziel ist der Weg. Alright, Ausdauer, Key Learning Nummer 4. Ich meine jetzt nicht die hier in der Lunge, sondern die im Kopf, die mentale. Ich glaube, es sind viele Gründungsinteressierte hier unter uns, die noch nicht sich auf die Reise gemacht haben. Und vor allem denjenigen möchte ich sagen, dass das Ganze ein Marathon ist und kein Sprint. Das dauert Zeit. Beispielsweise 3 Jahre, ich bin so ein transparenter Typ und ich würde das auch gerne mit euch teilen, 3 Jahre Entrepreneur University. Ich persönlich habe an dem ganzen Ding noch keinen einzigen Cent verdient. Das ist weder gut noch schlecht, das will ich nicht bewerten. Aber das ist ein Brandaufbau, wo ich weiß, dass der Mehrwert und die Stärkung der Marke sich irgendwann auch für mich privat auszahlen wird. Aber das Ding ist ein Marathon, darauf müsst ihr euch gefasst machen. Und auch eure Mitbewerber, die an der Startlinie mit euch stehen, das sind nicht die Usain Bolts, weil die halten nicht lange durch, sondern das sind die Marathonläufer. Und ihr selbst solltet auch euch auf den Marathonlauf einstellen. So, das Thema Einstecken ist wahrscheinlich auch so eine Unternehmer-Schlüsseleigenschaft. Ich weiß nicht, wie oft wir ja wahrscheinlich genauso irgendwie ins Gesicht bekommen haben, wie viele Neins wir gehört haben, wie oft jemand gesagt hat, das geht nicht, ihr seid größenwahnsinnig und was auch immer. Und ich habe letztens ein Video im Netz gesehen, bei Facebook oder so, und das war so für mich die perfekte visuelle Metapher oder das in Video gepackte Synonym für Unternehmertum. Aber das folgende Video ist quasi Unternehmertum par excellence. Okay, wer jetzt noch zum Schluss noch Freude empfunden hat an dem Video, der muss sich ein bisschen Gedanken machen. Ja, irgendwann war es zu brutal, aber es wird noch schlimmer hinten draus. Gut, was machen wir als nächstes? Genau. Wir haben einen Podcast. Hören den ein paar von euch oder mache ich den umsonst? Hey, cool. Wir haben einen Podcast und mittlerweile stelle ich echt oft die Frage, ganz am Ende, ganz bewusst auch die Frage, weil die für mich so die Weisheit eines Lebens kumuliert, zentriert auf den Punkt eines Menschenlebens rüberbringt. Und zwar stelle ich gerne die Frage, was wäre der letzte Rat, der einzige Rat, den du deinem Kind geben würdest? Also wenn du ein Kind hast oder schon Kinder hast, wenn du den Kindern nur einen einzigen Rat auf den weiteren Lebensweg mitgeben dürftest, welcher wäre das? Und egal, was ihr jetzt aus den 5 Key Learnings mitgenommen habt und egal, ob ihr die jetzt gleich wieder vergessen habt, würde ich euch gerne wenigstens dieses eine Key Learning an mein Kind mitgeben. Und damit, ich bin so ein visueller Typ, ich muss immer visualisieren, damit ich das irgendwie authentisch machen kann, brauche ich mal ein Bild, genau das da, um mir das vorstellen zu können, genau. Irgendwie fehlt da noch was, ja gut, besser, noch besser. Genau, und wie gesagt, mein Wort muss ich halten. Little Tyson. Just play and be happy. Für mich geht es im Leben nie ums Spiel, sondern ums Spielen. Es geht immer nicht ums Game, sondern ums Playing und dass wir dabei Freude haben, weil das ist, glaube ich, das Einzige, was am Ende des Lebens unter einer Rechnung steht.
wie glücklich und wie erfüllt warst du in deinem Leben. Und deswegen würde ich genau das meinem Kind mitgeben und hoffe, dass Little Tyson das auch beherzigt. Alright, zurück zu unserer Vision. Wer erinnert sich an die Vision, die ich am Anfang gesagt habe, oder soll ich sie nochmal kurz erzählen? Okay, ich sage es nochmal kurz, waren nicht so viele Hände. So, unsere große Vision war, Menschen durch Unternehmertum zu einem selbstbestimmteren Leben zu verhelfen und eine University zu schaffen, die, wie gesagt, nah an der Realität ist, die echt wichtigen Content mitgibt, die Wissen mit Spaß verbindet, die ein Netzwerk hat, was jeden nach vorne bringt und wirklich die Besten der besten Professoren hat. Und ich habe gesagt, dass heute ein besonderer Tag ist, und das ist tatsächlich einmal, weil hier 5000 unfassbar geile Menschen sitzen, und zum anderen, weil wir unserer Vision einen großen Schritt näher gekommen sind. Und zwar durch unsere neuen Ausbildungsprogramme, unsere Studiengänge, die wir den letzten anderthalb Jahre hart gechallenged haben, hart konzeptioniert haben. Und genau, die möchte ich euch heute ganz kurz und knackig vorstellen. Es geht einmal darum, im Unternehmertum, für mich gibt es immer zwei Ebenen. Also das kann man so eine T-Ebene sich auch vorstellen. Der Anfang ist das Fundament. Für mich muss ein Unternehmer ein richtig breites Wissen haben und nicht immer tief. Aber er muss von jeder Teilbereich echt viel Ahnung haben. Deswegen ist das Fundament super wichtig. Und dann, erst dann aber, geht es in die Spezialisierung. Und genau dafür haben wir unseren Bachelor gemacht. Das heißt, für diejenigen, die irgendwie mit dem Fundament noch nicht sich sicher fühlen oder die jetzt erst starten, für die haben wir den Bachelor gemacht. Für diejenigen unter euch, die sagen, ey, ich bin schon mit dem Fundament confident, ich fühle mich gut, ich bin schon ein paar Jahre unterwegs, aber ich möchte jetzt einer der Besten in der Branche werden, wo ich bin, für die haben wir extra Mastergänge konzeptioniert. Nochmal ganz kurz, der Bachelor ist so für die Leute, die von der Idee zum erfüllten und umsatzstarken Unternehmer leben wollen. Da geht es um Themen wie Branding, Marketing, Sales, Leadership, Finanzen, Gründung, auch ein bisschen trockene Themen, aber wichtige Themen. Und es geht vor allem nicht um Wissensvermittlung, sondern es geht um Umsetzung und Implementierung. Wir haben das Ganze modelliert in Live-Events, in persönliche Coaching-Calls, in einen Online-Kurs, in ein Netzwerk mit Masterminds, mit einem regelmäßigen Austausch. Wir haben auch so eine Study-Box. Ich glaube, wir können uns mal eine zuwerfen, genau. Damit, wir sind ja irgendwie Eventler und wir denken da immer auch in haptischen Erfahrungen und so weiter. Sowas gibt es zum Beispiel auch, da sind so College-Jacken, Studentenausweis und all so ein Zeug drin. Das gibt es auch. Und genau, für die Master geht es dann darum, wirklich in einem Fachgebiet von den Besten der Besten zu leben und wirklich auf täglicher Basis mit denen zusammenzuarbeiten und dafür zu sorgen, dass die in die Umsetzung kommt und coole Dinge macht. Genau, Master, wir starten mit 4 Masterstudiengängen. Das ist einmal Online-Marketing-Master, den Branding-Master, den Speaking-Master und den Sales-Master. Das ist eine Kombination von coolen Mentoren. Nur so zum Beispiel, Online-Marketing-Master, unser Hauptmentor ist der Forbes 30, Under 30, Patrick Wind, der ja auch auf der Bühne war. Also solche Leute sind das, die das dann umsetzen. Genau, und Einschreibung ist ab heute, wer Bock hat. Ich mache jetzt hier irgendwie keinen dummen Pitch oder so, nur heute und so einen Scheiß, lass den ganzen den Scheiß weg. Aber wer Bock hat, so auf die Reise mitzugehen, der das Gefühl hat, ja, mit diesen Studiengängen weiterzukommen, der kann sich gerne mal informieren. Wir haben hier rechts und links ein paar Stände und los geht's dann am Juni. Genau, hinten haben wir auch einen Stand, da passiert auch anderes cooles Zeug dort noch in der Expo World. Und jetzt zum Schluss bleibt mir nichts anderes als zu sagen, vielen Dank für das Wertvollste, was ihr mir schenken konntet, eure Zeit, und ich hoffe, ihr habt einen unfassbar geilen Restsonntag. Tausend Dank euch.